Ja, hallo. In diesem Video suchen wir die Laplace-Transformierte der Exponentialfunktion, also der Funktion e hoch a mal t, wobei a eine Konstante ist und t ist die Variable. Gut, die Laplace-Transformation kennen wir schon. Die führt man folgendermaßen durch. Man schreibt zunächst einmal die Funktion hier, die man transformieren will, nochmals hin. Also schreibe ich dahin e hoch a mal t. So, dann multipliziert man das Ganze mit e hoch minus s mal t. Und dann integriert man das Ganze. Ne, das ist der dritte Schritt, das Ganze nach t integrieren. Und zwar von 0 bis unendlich. Als nächstes vereinfachen wir den Integranten, also das hier. Und da wenden wir folgendes Potenzgesetz an. A hoch m mal a hoch n ist das gleiche wie a hoch m plus n. Okay, und wie gesagt, das wenden wir hier an, dann erhalten wir das Integral übernehme ich nur. Das schreibe ich nochmal hin. So, jetzt geht's los. Wenn wir dieses Gesetz hier drauf anwenden, erhalten wir e hoch a mal t minus s mal t. Ja, und das dt noch dahinter. Aber das kann man auch einfacher schreiben. Ich kann ja hier noch t ausklammern. Dann habe ich hier a minus s und das Ganze in Klammern mal t. Okay, das hier, das brauchen wir nicht mehr. Ja, wir haben also die Laplace-Transformation durchgeführt und jetzt müssen wir nur noch dieses bestimmte Integral hier mit diesen Grenzen ausrechnen. Um das bestimmte Integral auszurechnen, berechnen wir zunächst einmal das unbestimmte Integral, also das Integral, also wir machen eine Nebenrechnung und berechnen das unbestimmte Integral von e hoch a minus s mal t dt. Ja, und da nehmen wir natürlich die Substitution, also die Integrationsmethode Substitution, und wir substituieren hier den Exponenten, also die innere Funktion. Dann erhalte ich Integral von e hoch z, ne? Also wir nehmen mal den Buchstaben z, wir ersetzen den Exponenten durch den Buchstaben z. dt und dt müssen wir natürlich auch noch substituieren. Dazu müssen wir herausfinden, was dt ist. Und dazu muss ich zunächst einmal die Substitutionsgleichung aufschreiben. Also a minus s mal t hatten wir ersetzt durch z. Ja, das ist also die Substitutionsgleichung. Und im nächsten Schritt stelle ich das Ganze erstmal nach t um, weil wir wollen ja hier t erhalten, beziehungsweise dt. Dann erhalte ich t gleich z durch a minus s. Und jetzt differenzieren wir das Ganze nach z. Ja? Wenn ich t nach z differenziere, erhalte ich dt nach dz. Und wenn ich diesen Ausdruck hier nach z differenziere, erhalte ich 1 durch a minus s. Ne? Also a minus s ist eine Konstante, die kann ich auch davor schreiben als 1 durch a minus s, also die spielt keine Rolle. Ja, ich brauche also nur z differenzieren und wenn ich z ableite, erhalte ich die 1. Gut, das Ganze müssen wir noch nach dt umstellen, weil wir wollen ja hier dt ersetzen, dann erhalten wir dt gleich dz durch a minus s. So, und jetzt können wir hier dieses dt ersetzen. Ja, also ich mache es wieder weg. Das dt wird so dz durch a minus s. Ja, wobei a minus s, a und s sind Konstanten, die ziehe ich jetzt mal vor das Integral. A minus s. So, und da bleibt übrig e hoch z dz. Ja, und dieses Integral kann ich dann auch direkt im Kopf lösen.
Ne, weil die Stabfunktion von e hoch z ist wieder e hoch z. Also das hier ist die Lösung. So, jetzt muss ich nur noch eins machen. Ich muss die Rücksubstitution durchführen. Also z wieder ersetze durch t, durch einen Ausdruck mit t. Und z war hier eben a minus s mal t. Also schreibe ich dahin a minus s mal t. Ja, plus eine Integrationskonstante, die nenne ich mal, ich nenne sie mal lieber k. Okay. Ja, also das ist das Ergebnis der Nebenrechnung nur. Ne? Das Ergebnis der Nebenrechnung, das hier, ja, das ist die Stabfunktion hiervon. Und jetzt können wir dieses Integral berechnen, indem wir in die Stabfunktion die Integrationsgrenzen einsetzen, so wie wir es in der Schule gelernt haben. Gut, dann beginnen wir. Also ich schreibe die Stabfunktion nochmal hin. Das ist die Funktion 1 durch a minus s mal e hoch a minus s mal t. Ja, und die Integrationskonstante brauchen wir ja nicht. So, und da müssen wir jetzt einsetzen die obere und untere Grenze, also t unendlich und t gleich 0. Ja, also so wie man das aus der Schule kennt. Man berechnet ein bestimmtes Integral, indem man die Stammfunktion nimmt, ne, habe ich hier gemacht, und die obere und untere Grenze einsetzt. Also nichts Neues ist Schulmathematik. So, man kann sich das Leben jetzt allerdings leichter machen, denn die Variable, die Integrationsvariable heißt t und deshalb sind in dieser Rechnung a und s Konstanten und deshalb kann ich diesen ersten Faktor hier vor das Integral ziehen. Das heißt, dieses 1 durch a minus s mache ich weg und schreibe es davor. Ja, weil das ist ja nicht von t abhängig. Wenn ich jetzt hier für t unendlich und 0 einsetze, ändert sich das ja nicht. So, an dieser Stelle beginnen jetzt die Probleme. Also wie gesagt, ich müsste jetzt nur noch unendlich einsetzen für t und dann die 0 für t einsetzen und dann beides voneinander abziehen. Denn die Regel lautet ja Stammfunktion an der oberen Grenze minus Stammfunktion an der unteren Grenze. Ja, aber das hört sich so leicht an, führt aber zu vielen Problemen. Denn wenn ich da hier die Werte einsetze, dann kriege ich unbestimmte Ausdrücke, wo ich nicht weiß, was ist das überhaupt. Gut, fangen wir mit der 0 an. Setzen wir erstmal die 0 für t ein, weil das ist einfach. Dann habe ich hier e hoch a minus s mal t und für t jetzt wie gesagt die 0 einsetzen. Und wenn ich irgendeine Zahl mit 0 multipliziere, kommt 0 raus. Ich habe also e hoch 0 und das ist gleich 1. Na, also da sehen wir schon mal, wenn ich die 0 einsetze, da werde ich keine Probleme bekommen. Da werde ich die 1 erhalten. Die Probleme bekomme ich, wenn ich jetzt unendlich hier oben einsetze. Gut, aber schreiben wir erstmal hin, was wir gemacht haben. Also wir haben schon mal die untere Grenze eingesetzt. Das heißt, erst schreibe ich hier mal diesen konstanten Faktor ab. So, und dann haben wir die untere Grenze eingesetzt und die Stammfunktion an der unteren Grenze 0. Na, wenn ich die 0 hier einsetze, dann habe ich e hoch 0 und das ist gleich 1. Also muss dahin minus 1. So, die Frage ist jetzt, was kommt hier hin? Was kommt dahin, wenn ich für t also unendlich einsetze? Na, ich schreibe es mal hin, e hoch a minus s mal t. Und für t setze ich jetzt unendlich ein. So, was kommt da raus? Na, weil dann hätte ich ja die Lösung, wenn ich das ausrechne, setze ich das da ein, dann bin ich fertig. So, jetzt erkläre ich euch erstmal, wie das in vielen englischsprachigen Videos auf YouTube gemacht wird. Das ist zwar verkehrt, aber daran kann man was lernen und das hilft uns auch gleich bei unseren Überlegungen. Und zwar sagen die Leute dann, also wenn ich e hoch irgendwas, was unendlich groß ist, ne, also hier multipliziere ich ja mit unendlich, also wird das unendlich groß, ne, und da kommt also unendlich raus. Da habe ich also kein Ergebnis, ne? Denn ich suche ja eine Funktion und wenn ich das ausrechne, habe ich was unendlich Großes, aber keine Funktion.
Ja, unendlich ist ja keine Lösung, keine Funktion. So, und dann sagen die, dann bestimmen wir doch einfach den Existenzbereich. Wir schränken hier den Exponenten ein. Ja, dann machen die also Folgendes. Wir sagen einfach, a minus s muss kleiner 0 sein. Dann wird ja hier, wenn das kleiner 0 ist, dann habe ich ja hier etwas Negatives. Dann habe ich hier etwas von der Form e hoch minus irgendetwas mal unendlich. Ja, und das ist eine fallende e-Funktion wegen diesem Minuszeichen hier. Also kommt da irgendwas raus, was gleich 0 ist. So, okay. Und wenn ich das ausrechne, dann erhalte ich 1 durch minus 1 durch a minus s. Und wenn ich die Gleichung mit minus erweitere, dann ist das Minus hier weg und hier drehen sich die beiden um. 1 durch s minus a. So, das ist sogar das richtige Ergebnis, aber die Rechnung ist verkehrt. Ja, warum ist die Rechnung verkehrt? Ihr wisst ja, dass s immer eine Variable im Bildbereich ist, die komplex ist, ne? Also s steht für eine komplexe Zahl. So, und wir haben ja gelernt, dass die komplexen Zahlen ein ungeordneter Körper sind. Das heißt, die kann man nicht miteinander vergleichen. Das heißt, komplexe Zahlen und Ungleichungen werden niemals zusammen auftreten. Ne? Eine Ungleichung mit komplexen Zahlen, die macht keinen Sinn. Ja, also wenn ich zwei komplexe Zahlen habe, Z1 und Z2, und da seht ihr irgendwann mal ein kleiner oder größer Zeichen zwischen, dann wisst ihr sofort, das ist Blödsinn. Ja, und deshalb ist auch das hier Blödsinn und deshalb ist diese Einschränkung hier auch Blödsinn. Und deshalb ist auch das Ergebnis Blödsinn, aber rein zufälligerweise ergibt das richtige Ergebnis. Ne? Bloß dieser Existenzbereich hier, der ist natürlich Blödsinn. Und deshalb muss ich das Ganze jetzt wieder wegwischen. So, und wir müssen uns irgendwie auf irgendeine andere Art den Existenzbereich festlegen. Gut, um jetzt doch noch den Existenzbereich zu bestimmen, da machen wir erstmal eine Nebenrechnung. Ne? Also das beachten wir nicht, das ist ja ein konstanter Faktor. Wir nehmen nur dieses Integral und zerlegen dieses Integral mal hier. Ne? Also bevor wir unendlich und 0 hier einsetzen, schreiben wir das erstmal anders. Und wie man das schreiben kann, zeige ich euch jetzt in einer Nebenrechnung. Also ich schreibe erstmal hin, ich nehme hier diesen Term e hoch a minus s mal t, diesen Term, und den möchte ich jetzt mal zerlegen. Gut, a und s sind komplexe Zahlen, ne? S ist immer eine komplexe Zahl, das ist dieses s hier, und a, da sage ich mal, da lasse ich mal auch komplexe Zahlen zu, ne? Wird dann zwar etwas schwieriger, aber dann habe ich direkt beide Fälle behandelt. Gut, also jetzt schreibe ich hin, mein a, das soll lauten u plus vi, ja? Also ich gebe den Real- und den Imaginärteil von a einen Namen. A ist eine komplexe Zahl, die nenne ich jetzt mal u plus vi. U ist der Realteil von a und v ist der Imaginärteil von a. So, jetzt kommt da ja noch minus s hinter. Minus s. Und s, da denke ich mir wieder auch aus, wie das heißen soll. S soll lauten x plus iy. Ja, also x ist der Realteil von s und y der Imaginärteil. Also schreibe ich das dahin. Minus x plus iy. Ja, wobei steht ein Minus vor der Klammer, drehen sich alle Vorzeichen um. Ja, also kann ich direkt die Klammer wegmachen und die Vorzeichen umdrehen. Das ist einfacher. Also minus x minus iy. So, und dann kommt noch eine große Klammer und dann kommt ja noch hier mein t. So, als nächstes mache ich Folgendes. Ich fasse hier die Realteile u und x und die Imaginärteile v und y zusammen. Dann erhalte ich, ja, was erhalte ich denn da? Dann erhalte ich u minus x. U minus x mal t und
Dann habe ich hier noch VI. VI minus YI. YI und auch mal T. Ja, wobei hier kann ich auch noch das I ausklammern. Machen wir mal direkt. Dann habe ich hier V minus Y. Und ausgeklammert habe ich dann mein I. Und dann habe ich ja noch mein T. Okay, na, also da habe ich einfach nur Real- und Imaginärteile zusammengefasst. So, jetzt wende ich wieder ein Potenzgesetz aus der Schule an. Ich habe ja hier eine Summe im Exponenten stehen. Das ergibt dann e hoch u minus v, nee, u minus x, Entschuldigung, u minus x mal t mal e hoch V minus Y mal I mal T. Okay, also soweit wollte ich das hier in der Nebenrechnung zerlegen, weil wenn ich jetzt unendlich und 0 einsetze, dann bekomme ich auch ganz vernünftige Sachen raus. Gut, also ich schreibe jetzt mal das Ergebnis dieser Nebenrechnung hier oben hin. Ne? Wir haben ja gesagt, das hier, diese eckige Klammer habe ich so zerlegt. Ja, und schreiben wir mal hin, was wir jetzt zusammengefasst haben. Wir haben das hier, den konstanten Faktor. Also 1 durch a minus s. So. Und jetzt haben wir hier die eckige Klammer. Und wie gesagt, diesen Term in der eckigen Klammer habe ich hierdurch ersetzt oder kann ihn hierdurch ersetzen durch e hoch u minus x mal t mal e hoch v minus y mal i mal t mal it schreibe ich. So, und dann noch die Grenzen dahin. Oh, jetzt wird es knapp. Hoffentlich schaffen wir das noch. So, jetzt kommen noch die Grenzen dahin. Oder machen wir es mal so. Hier geht es also jetzt weiter. Die Grenzen lauten, wie gesagt, hier unendlich. Und hier ist die Grenze gleich 0. Wobei, das hier kann ich auch noch wegwischen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Platz. Ja, das ist ja ausführlich genug. Wollen wir es nicht übertreiben. So, jetzt kann ich das Ergebnis hier dieser Rechnung dahinter schreiben. Gut, was haben wir da? Da haben wir also 1 durch a minus s. Und jetzt muss ich rechnen, Stammfunktion, ne, die habe ich jetzt so geschrieben, Stammfunktion an der oberen Grenze minus Stammfunktion an der unteren Grenze. Gut, beginnen wir wieder mit der unteren Grenze. Ja, die kommt ja hier hin. Und das ist nämlich wieder ganz einfach. Wenn ich für t hier und hier die 0 einsetze, dann habe ich hier e hoch 0, ne? Denn wenn t gleich 0 ist, wird der Exponent zu 0, dann habe ich e hoch 0 und e hoch 0 ist 1. Ja? Und hier das gleiche, wenn ich für t die 0 einsetze, dann wird der Exponent zu 0 und e hoch 0 ist 1, also habe ich einmal 1 und das ist 1. Einmal 1 ist 1. So, jetzt kommen wir wieder zum schwierigen Fall. Ich muss ja, um das hier noch zu erhalten, die obere Grenze einsetzen. Gut, bevor wir jetzt hier unendlich hier einsetzen für t, ne, da machen wir erstmal so einen kleinen Überblick. Und zwar fragen wir uns, was ist eigentlich hier u, x, v und y? Also u und x, das sind ja hier, ne, ich habe ja a und s ausführlich geschrieben, das sind die Realteile. Ja, also kann ich schon mal sagen, der Exponent hier ist irgendeine reelle Konstante. So, und dann haben wir noch V und Y. Was sind V und Y? V und Y sind die Imaginärteile. Na, aber da muss man jetzt aufpassen. V und Y sind selbst wieder reelle Zahlen.
Ja, also der Imaginärteil einer komplexen Zahl ist selbst eine reelle Zahl. Ist etwas verwirrend, aber da müsst ihr mal in mein Buch gucken, komplexe Zahlen, da steht das ja drin. Ja, also V und Y sind auch reelle Zahlen und diese Klammer hier ist also auch eine reelle Zahl. Das ist eine reelle Zahl und das auch. Das Einzige, was hier noch imaginär ist, ist dieses I hier. So, und damit habe ich ein Produkt, das hat folgende Form. Betrag Z mal E hoch I mal Alpha. Ja, das ist also hier nichts anderes als die Exponentialform einer komplexen Zahl. Betrag Z ist das hier. Und das hier ist eben der andere Teil. Ja? Gut, also das mal nur so als kleinen Überblick, was da reell und was imaginär ist. Und setzen wir dieses unendlich erstmal hier oben ein. Dann habe ich da irgendwas e hoch eine Konstante und die geht im t auf. Also insgesamt eine Konstante mal unendlich ergibt unendlich. Und hier habe ich ein i. Das ist also, wie gesagt, die Exponentialform einer komplexen Zahl. Da kann ich mir eine 1 vordenken. Dann habe ich hier also eine komplexe Zahl mit dem Betrag 1. Die sieht so aus und deren Zeiger unendlich oft rotiert hat. Ja, also da erhalte ich etwas, das konvergiert zwar nicht, aber es hat auf jeden Fall einen endlichen Betrag. Ja, und das ist auch meine Idee. Jetzt mache ich einfach Folgendes. Ich lasse diesen zweiten Faktor hier, ne, also der hier, das ist der Faktor, der rotiert so, weil der noch dieses dumme i hat. Dann lasse ich hier diesen rein reellen Faktor hier gegen 0 gehen und dann habe ich etwas, was vom Betrag her gleich 0 wird, ja, und dann habe ich meine Lösung gefunden. Ja, dann habe ich also nichts mehr mit unendlich, dann habe ich etwas, was konvergiert. Ja, also nochmal, das hier ist wegen dem i eine komplexe Zahl mit unendlich vielen Rotationen, ne? Das ist ja eine Exponentialform einer komplexen Zahl. Also muss ich gucken, dass der andere Faktor, dieser Faktor hier gegen 0 geht. Gut, wie kriege ich etwas dazu, gegen 0 zu gehen? Ja, wir haben hier eine stinknormale E-Funktion, das heißt, der Exponent ist reell und so eine Funktion konvergiert gegen 0, wenn der Exponent negativ ist. Ja, und deshalb muss ich dafür sorgen, dass u minus x negativ ist. Also u minus x muss kleiner 0 sein. Und das ist das gleiche, als wenn ich sagen würde, u. Oder machen wir es, ja, machen wir es mal so rum. U muss kleiner als x sein. So, und was ist u und x? U, was war das nochmal? U war der Realteil von a, also real. Das machen wir mal weg. Der Realteil von a. Und was war x? X war der Imaginärteil. Nee, das war der Realteil von s. Realteil von s. Realteil von s. Ja, also das ist meine Bedingung. Wenn der Realteil von s kleiner ist als, wenn der Realteil von a kleiner als der Realteil von s ist, dann habe ich hier oben eine negative Konstante, ne, eine negative reelle Zahl, ich nenne sie mal minus r. Dann habe ich eine fallende e-Funktion, die ihr aus der Schule kennt. Die geht hier so runter, konvergiert gegen 0. Und was habe ich dann da stehen? Dann habe ich 0 mal diese Rotierung da, diesen rotierenden Zeiger, also irgendetwas, was gleich 0 ist. Ja, also nochmal, wenn ich unendlich einsetze hier, dann erhalte ich 0 unter dieser Bedingung hier. Und wenn ich unendlich hier einsetze, dann erhalte ich etwas Rotierendes, ja, etwas Oszillierendes. Und 0 mal etwas Oszillierendes ergibt 0. So, jetzt brauche ich die Klammer hier nur noch auflösen. 0 minus 1 ergibt minus 1. Und minus 1 hier mit multipliziert, da kann ich das Minus hier oben hinschreiben. Und jetzt erweitere ich diesen Bruch mit minus 1. Dann verschwindet hier das Minus. Und hier drehen sich die beiden um, wenn ich mit minus 1 multipliziere. Und dann erhalte ich meine Lösung. So, also das ist die endgültige Lösung. Die Laplace-Transformierte von e hoch a mal t.
ist 1 durch s minus a, aber nur unter der Bedingung, dass der Realteil von a, von diesem a hier, kleiner ist als der Realteil von s, das ist hier diese komplexe Zahl. Gut, und wenn wir jetzt noch die Einschränkung machen, dass a reell ist, ja, dann steht hier einfach nur a muss kleiner sein als der Realteil von s. Ne? Das findet ihr auch manchmal in Tabellen, da dürft ihr nicht verwirrt sein. Da hat einfach nur der Ersteller der Tabelle a eingeschränkt auf reelle Zahlen. Ne? Aber wenn ich da keine Einschränkung mache, dann kann ich diese Formel nehmen, die gilt eben für beide Fälle. Ne? Wenn a sowieso schon eine reelle Zahl ist, dann ist der Realteil von a gleichbedeutend mit a. Ja, machen wir nochmal eine Zusammenfassung. Wir suchten also die Laplace-Transformation von e hoch a mal t. Und wenn man die Laplace-Transformation durchführt, gelangt man zu diesem bestimmten Integral. Gut, um dieses bestimmte Integral auszurechnen, braucht man die Stabfunktion vom Integranten, also das unbestimmte Integral. Und das habe ich hier in einer Nebenrechnung, also das ist eine Nebenrechnung, diese Stabfunktion habe ich in einer Nebenrechnung mithilfe der Substitution ausgerechnet. So, jetzt kennen wir also von diesem bestimmten Integral die Stabfunktion hier. Und da kann man das wie in der Schule üblich ausrechnen. Die Stabfunktion hier, ja, an der oberen Grenze minus Stabfunktion an der unteren Grenze. Aber da ist ein Problem aufgetaucht. Ja, das Problem trat auf, wenn ich jetzt unendlich für t einsetze. Also wenn ich die 0 einsetze, da gab es keine Probleme, aber wenn ich unendlich einsetze, dann habe ich da einen Ausdruck, der divergiert, also der nicht konvergiert. Und deshalb wollten wir dann hier den Bereich einschränken, den Bereich von a und s. Ja, aber da habe ich euch gesagt, das funktioniert nicht so, wie das in vielen Videos zu finden ist, dass man sagt, a minus s muss negativ sein. Ja, dann hätte ich zwar eine fallende E-Funktion, aber das sind ja hier noch komplexe Zahlen. Ja, und da habe ich gesagt, das funktioniert nicht, auch wenn das in vielen Videos so gemacht wird. Wir müssen das anders machen. Und deshalb haben wir noch eine Nebenrechnung gemacht. Und zwar haben wir hier diese Terp, also dieses Integral, erstmal hier so zerlegt. Ja, in einen Ausdruck mit den Realteilen und einen Ausdruck mit den Imaginärteilen. Ja, dann haben wir das hier oben wieder reingeschrieben und dann haben wir das Ganze nochmal versucht. Und wenn man jetzt hier unendlich einsetzt, dann kann man genau sagen, wann dieser Ausdruck hier konvergiert. Und zwar genau dann, wenn der Realteil von a kleiner ist als der Realteil von s. Ja, und das war eben die Lösung. Die Laplace-Transformation von e hoch a mal t ist 1 durch s minus a. Unter der Bedingung, Realteil von a muss kleiner sein als der Realteil von s, beziehungsweise wenn a sowieso schon reell ist, dann muss ich nur hier hinschreiben, a kleiner als Realteil von s. Ja, aber das ergibt sich automatisch. Gut, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen.